Hallo Freunde von Paintball-süchtigen Tintenfischmenschen. Der N-Smash XD ist wieder am Drücker und ihr seht schon, um was es in diesem Video gehen wird, und zwar um Splatoon. Beziehungsweise ist es die grobe Zusammenfassung der letzten Splatoon Direct oder auch gesagt mein Meinungsvideo dazu. Ich weiß, es kommt ein bisschen spät, aber es lag auch daran, dass privat bei mir so wieder einiges zusammengekommen ist, also ich war ziemlich beschäftigt in Bezug auf, ja, ihr wisst schon, Arbeit, Schule, sonstige private Gründe. Dann habe ich noch am letzten Wochenende beim letzten Super Smash Bros. Turnier vom guten Dekiano 88 mitgemacht. Und da habe ich einfach nicht die Zeit gefunden, dieses Video noch rechtzeitig fertig zu machen. Und dafür möchte ich mich in aller Höflichkeit dafür entschuldigen, dass ich ein bisschen spät dran bin. Naja. Ich habe mir nicht nur die Splatoon Direct angesehen, ich habe auch, ich denke wie so viele andere auch, die Global Test Fire Demo zu Splatoon angetestet. Und ja, jetzt kann ich euch, denke ich, am besten meine eigene Meinung und meine groben Vorstellungen, wie der Erfolg von Splatoon sein wird, vermitteln. Die Direct begann ja damit, dass sie die Hauptcharaktere, also die Stars von Splatoon, vorgestellt haben. Die sogenannten Inklings, die sich in süße kleine Tintenfische verwandeln können und dann durch die Tinte extrem schnell durch die Gegend sausen können und sogar durch Gitter springen können. Und in ihrer humanoiden Form haben sie sogenannte Paintball-Waffen in verschiedenster Art, mit denen sie dann die Gegend in ihrer Tinte quasi markieren können. Und hier sieht man auch schön den Inkling-Jungen und natürlich gibt es auch ein Inkling-Mädchen. Was ich persönlich vom Design her wesentlich besser finde als den Inkling-Jungen. Also wenn Splatoon draußen ist, werde ich auf jeden Fall das Inkling-Mädchen wählen. Allein schon wie dieses Mädchen guckt, so richtig schön frech so, und es ist einfach ein niedlicher Charakter, also ich bin auf jeden Fall ein Fan des Inkling-Mädchens. Und es wurde auch gezeigt, dass es Geschwindigkeitsunterschiede geben wird zwischen der humanoiden Form und der Tintenfischform. Und die Tintenfischform ist wesentlich schneller, also wenn viel von eurer Tinte auf eurem Weg liegt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall in der Tintenfischform voranzuflitzen. Und ja, es muss eure Tinte sein, denn wenn ihr euch in der Tinte des Gegners fortbewegt, dann werdet ihr schnell merken, dass ihr große Probleme habt, voranzukommen, und somit werdet ihr ein leichtes Ziel für eure Gegner. Also ein weiterer wichtiger Grund, das Revier mit eurer Tinte einzufärben. Allein bei der Testfire-Demo hat man schon gemerkt, wie ziemlich heftig es zur Sache gehen kann, vor allem wenn beide Teams in der Mitte des Kampffeldes aufeinandertreffen und versuchen, das ganze Gebiet mit ihrer Tinte zu markieren. Also da dürft ihr wirklich keine Gnade erwarten, hier werdet ihr auf jeden Fall auf keine sanften Gemüter treffen. Wenn eure Gegner die Chance haben, euch irgendwie auszuschalten, dann werden sie es auf jeden Fall nutzen. So wie hier. Platsch! Also in diesem Spiel ist wirklich schnelles Reaktionsvermögen gefragt und ihr müsst euch auch auf eure Teamkameraden verlassen können, beziehungsweise ihr müsst euren Teamkameraden helfen. Und am Ende jedes Matches wird dann angezeigt, wie viel ihr von dem Kampffeld jeweils in Prozent eingefärbt hat. Und in diesem Spiel hat man wirklich eine, Achtung, bunte Palette von Kampffeldern. Oh Gott, bunte Palette. Mit diesem Witz könnte ich mich schon wieder selbst ohrfeigen. Jedenfalls werdet ihr viele schön designte Stages haben, wo ihr wirklich die verschiedensten Möglichkeiten habt, euch zu verstecken, aber es wird auch Kampffelder geben, die relativ offen sind. Also ihr könnt euch da vorstellen, dass es dann wirklich richtig gnadenlos zur Sache geht, wenn hier so ein offenes Kampffeld ist und alle treffen sich hier in der Mitte und ballern wild mit Farbkugeln um sich. Vor allem beim Punkasius Skatepark könnte ich mir das besonders lustig vorstellen. Das könnte, glaube ich, wirklich einer meiner Lieblingskampffelder werden. Vor allem, wenn man sich vorstellt, wenn das ganze Kampffeld in eurer Tinte eingeschmiert ist und ihr dann als Tintenfisch durch die Gegend saust. Aber es wird nicht nur eine Vielzahl von Kampfarenen geben, wo ihr euch austoben könnt, nein, sondern was auch die verschiedenen Modegeschmäcker angeht, könnt ihr euch ordentlich austoben, denn für euren Charakter werdet ihr eine Vielzahl von richtig schönen Kleidungsstücken einkaufen können, und zwar in der Hauptstadt der Inklings. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißt, aber sieht auf jeden Fall sehr einladend aus. Hier an diesem Turm, links nebendran, da werdet ihr die Einkaufsmall finden, die aus vier Geschäften bestehen. Und zwar könnt ihr euch in einem Laden Oberteile kaufen, in einem anderen Laden Schuhe, in einem weiteren Laden könnt ihr euch verschiedenste Kopfbedeckungen kaufen, wie zum Beispiel Mützen oder auch Sonnenbrillen oder sowas. Und natürlich ganz wichtig fürs Splatoon, einen Waffenladen, wo ihr euer Waffenarsenal ein wenig aufstocken könnt. So, mein Gott, so schwer
So schwer ist Sprechen doch nicht. Und wenn wir schon gerade bei den Waffen sind, kommen wir gerade mal zu den drei verschiedenen Typarten von Waffen, beziehungsweise noch den dazugehörigen Sekundärwaffen und Spezialwaffen. Da haben wir einmal von den drei Hauptwaffen den Kleckser, also das ist diese übliche Paintball-Waffe, den Konzentrator, das ist die sogenannte Scharfschützenwaffe, und natürlich die Rolle, mit denen ihr schnell großflächig das Gebiet in eurer Tinte einfärben könnt. Und je nachdem, für welche Art Waffe ihr euch entschieden habt, bekommt ihr noch dazu die passende Sekundärwaffe. Diese Waffen verbrauchen sehr viel Tinte. Und die Spezialwaffe, die könnt ihr nur dann nutzen, wenn ihr eine bestimmte Punktzahl erreicht habt. Also ihr habt da oben rechts so eine Art Meterleiste und die füllt sich immer mehr auf, je mehr ihr von der Fläche in eurer Tinte einfärbt. Und ja, diese Waffen sind wirklich sehr, sehr stark. Von daher, deshalb könnt ihr euch diese Waffen nicht immer am laufenden Band einsetzen. Also ihr müsst wirklich erst eine bestimmte Anzahl von Fläche eingefärbt haben. Also dieses Spiel wird auf jeden Fall viel zu bieten haben. Allein die Amiibo-Funktion, wo ihr noch ein paar extra Missionen freischalten könnt, wo ihr sogar ganz spezielle Kleidungsstücke für euren Inklings freischalten werdet. Und natürlich werden es auch noch Updates geben, wie noch zum Beispiel weitere Kampfstages oder sogar noch ein paar weitere Waffen-Updates. Und für euren New 3DS wird es passend dazu Splatoon-Tier-Blenden geben und sogar Super Smash Bros. Wird nicht zu kurz kommen. Denn es wird ein Update geben, wo ihr euch dann mit euren Mii-Kämpfern als Inklings verkleiden könnt und dann mit deren Verkleidung ordentlich das Kampffeld aufmischen könnt. Also ich denke, dieses Spiel wird auf jeden Fall ein weiterer richtig genialer Meilenstein für Nintendo werden, für die Nintendo Wii U. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf dieses Spiel freue. Ich kann es kaum erwarten, wenn die Vollversion draußen ist. Dann werde ich mir sofort kaufen und sofort zu Hause anfangen loszuzocken. Und natürlich werde ich mir auch noch die Amiibo-Figuren dazu holen. Und ja, wie ist eure Meinung zu Splatoon? Habt ihr auch große Erwartungen dazu? Hat euch die Testfire-Demo schon überzeugt? Oder seid ihr euch trotzdem immer noch nicht so sicher? Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, dann empfehle ich euch, ein paar Videos zu bestimmten Let's Playern anzusehen. Die haben ja die Testfire-Demo auch getestet. Und allein ihnen schon dabei zuzusehen, wie sie das Spiel zocken, macht schon richtig Lust auf dieses Spiel. Also, schnell, lass die Zeit vergehen, damit Splatoon endlich in die Läden kommt. Und wir endlich auf das Schlachtfeld ziehen können und wild mit den Farbkugeln um uns schießen können. Also dieses brandneue Spiel aus dem Hause Nintendo wird garantiert ein großer Hit. Das war euer Nintendo Smash XD. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!